Herzlich willkommen, ihr Lieben, Basteln für die Seele. Hier findet ihr Ausflüge mit meinen Hunden, morgens zum Sonnenaufgang, vieles gebastelte Ideen. Ich probiere gerne aus und recycle gerne. Ich wünsche euch viel, viel Spaß. Guten Morgen, Samstagmorgen. Ich wollte eigentlich jetzt im Bergeler Wald gehen mit den Hunden, von dieser Seite aus. Guck mal, der schöne Himmel. Hier ist das Forsthaus. Da laufen aber schon wieder Leute im Hund rum und klüngeln. Also das ist nervig jetzt ohne Ende. Da steht auch schon ein Auto. Das sind die neuen Weihnachtsbäume hier. Da ist dann bald Weihnachtsbaum verkauft. Ja, der Himmel ist wunderschön. Seht ihr mal? Mal gucken, was sich im Wald jetzt gleich tut. Jetzt muss ich natürlich hinter denen herlaufen. Und dann ist Tara immer total aufgeregt und nervig. Na, mal gucken, wie ich schaffe mit meinem Arm. Wir wollen sie mal ausladen. Guck mal, die schönen Farben. Kurz nach 8. Die Sonne ist noch nicht da. Den Sonnenaufgang werden wir auch gleich nicht sehen, weil wir jetzt Richtung... Wartet mal. Kommen da schon wieder Leute. Oh, das ist aber nervig. Da habe ich nicht mit gerechnet. Da kommt schon wieder ein Auto. Oje, oje. Sind jetzt mitten im Bergeler Wald. Dieser Weg ganz weit runter. Da sind wir das letzte Mal gewesen, so quer eingestiegen, hinter dem Huckel und noch ein ganzes Stück weiter. Heute sind wir hier. Ach, guck mal, haben sie neue Schautafeln. Wollen wir mal gucken? Lass mal gucken. Ich weiß nicht, ob sie die neu haben oder ob sie mal die Scheiben gewaschen haben. Kommt mal mit, Hunde, wir wollen mal eben die Schautafeln anschauen. Einen Moment. Ja, hier ist es noch dreckig. Aber ist ja ganz interessant. Okay, ja, halt. Mir auf den Fuß getreten aus Versehen. Vorsichtig. Geht hinter mir weg. Ja, es liegt viel Laub, es ist richtig herbstlich. Ja. Wie gesagt, früher sind wir hier diese ganze große Runde, wo ich euch gerade den Weg gezeigt habe, ganz, 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 ganz weit rum. Rum. Und jetzt, Tara zieht gerade. Bisschen wieder am Pusten, die ziehen mich hier von der Seite. Und jetzt biegen wir gleich links ab und kommen zu diesen verwunschenen Bäumen. Hier werden wir vom Sonnenaufgang nicht allzu viel sehen. Wir sind mitten im Wald, wir sind auf diesem Weg, wo jetzt rechter Hand die verwunschenen Bäume sind. Die haben wir ja schon mal besucht, schon ein paar Mal. Und es ist immer wieder ein Erlebnis, finde ich. Die sehen so witzig aus, so irre. Total irre die Form, oder? Ja. Und mal gucken. Also die haben wirklich irre Formen, nicht, oder? Guckt euch das an hier. Ja, ich bin in der Hoffnung, weil das hier mehr oder weniger eine Sackgasse ist und man geht einmal bis zum Ende und zurück, so ist mein Plan, dass wir hier so ein bisschen Ruhe haben werden. Denn die meisten Leute wollen ja lieber so einmal so rumgehen, denke ich. Hoffe ich. Hoffe ich sehr, dass man hier ein bisschen Ruhe hat. Da muss man erstmal ein bisschen Gras fressen. Stimmung ist wunderbar, aber die Luft ist so, man kann kaum atmen, so drückend, so viel zu warm. Ich meine, wir haben Ende Oktober und es ist so warm, es ist irre, oder? Fürs Heizen gut, aber guckt euch den Baum an. Und Löcher drin und Höhlen für Fairies und für Trolle und oben im Baum wohnen die Vögel. Hier ist ein richtig schöner Wald. Richtig schöner Wald. Ganz wunderbar. So, da geht die Sonne gerade auf. Das wollte ich euch doch noch mal zeigen. Da liegt Stromberg. Und ich bin hier durch die kleine Hecke gegangen, um euch das zeigen zu können. Das sind aber nur zwei Schritte. Da bin ich schon wieder auf dem Weg drauf. Ja. Hier gibt es natürlich ganz viel zu stöbern und zu gucken, ne? Das ist immer eine schöne Ecke. Wir wollen uns mal hier nicht rumhetzen heute Morgen, habe ich gedacht. Und vielleicht können wir uns da hinten im Moment hinsetzen. Mal gucken, ob noch irgendwo ein paar Baumstämme liegen. Hier sind auch diese wunderbaren alten Bäume. Guckt euch das an hier. Kann man durchgucken unten sogar. Seht ihr? Das ist irre. Und überall kleine Höhlen. Die Waldfairies. Es ist wirklich irre, das mit den Bäumen hier. So, wir gehen weiter, Michel.
Das macht wirklich Spaß, hier zu gehen. Schön. Große, mächtige Eichen stehen hier. Hier auch. Buchen dazwischen, Eichen und Buchen hauptsächlich. Und dieser auf der Seite, wo ich immer noch nicht ganz genau weiß. Ich habe schon zweimal nachgeguckt, aber ich weiß immer noch nicht, wie sie wirklich heißen. Naja, hier sind ganz, ganz viele Spuren. Hier muss ich natürlich ganz, ganz doll aufpassen, aber bis jetzt sind sie sehr lieb. Bleiben nur auf dem Weg. Und da darf man natürlich mal gucken. Das ist ja ganz klar. Deswegen sind wir ja hier. Damit man mal was zu gucken hat, ne? So, noch einen kleinen Blick auf den Himmel. Hier ist so eine kleine Lücke. Schön heute Morgen auch. Amora, stell dich ein. So ist der Himmel gerade. Ja. Ich gehe mal mit euch kurz rum. Ich muss aufpassen, dass meine Halunken nicht zu weit vorlaufen. Das dürfen wir hier natürlich im Wald nicht. Sie dürfen ja eigentlich gar nicht laufen, aber ganz ehrlich, sie sind lieb. Ich passe ganz gut auf. Irgendwann müssen sie sich ja auch mal frei bewegen, ne? Muss man auch mal gucken, wo man laufen kann und schnuppern kann. Immer nur an der Leine hinterhergezerrt zu werden, das ist natürlich für einen Hund nicht schön. Ja. Ich versuche ihnen ja immer Freiraum zu geben. Sie sind es auch so gewöhnt. Gott sei Dank können wir es ja hier auf dem Lande eher. Aber auch jetzt hier, weil hier so viele Leute inzwischen mit Hunden laufen. Überall Schilder an den Feldern, die ja hier auch überall sind, hier hinter und so weiter. Schilder, das ist Futter für Tiere. Hundekot bitte mitnehmen, Beutel hängen da. Ich habe irgendwo sogar am Anfang vorhin, glaube ich, wenn ich das richtig so im Vorbeifahren, eine Stelle für die Beutel, so eine Sammelstelle gefunden. Ja gut, wenn ein Hund dahin macht, ist nicht so dramatisch. Wenn das Hunderte machen jeden Tag, ja, dann sind das natürlich Tonnen, ne, im Jahr. Das ist schon wahr. Ist alles zu viel. Zu viel, zu viel, zu viel. Ist von allem zu viel. Ach, ist das herrlich hier. Vögel singen. Kleiner Vogel, wo bist du? Wir werden uns gleich ein Plätzchen suchen, wo wir uns ein bisschen hinsetzen. Und mal so 5 bis 10 Minuten einfach nur so sitzen bleiben. Ja. Hier geht es nicht wirklich weiter. Hier ist zwar noch ein Weg, aber der ist ganz überwuchert. Hier lagen letztes Mal, ist schon so lange her, dass wir hier waren, noch ein paar Baumstämme, aber die haben sie schon abgeholt. Jetzt machen wir hier, drehen. Miechen, komm zurück, wir gehen weiter. Wir gehen zurück. Wir gehen jetzt zurück und suchen uns an der Seite. War, glaube ich, so eine Möglichkeit, sich da an der Seite hinzusetzen. Ja, zur Not würde ich mich jetzt auf Erde setzen, aber das ist das Problem. Ich komme dann nur so schwer wieder hoch. Seht ihr da hinten? Vielleicht kann ich das noch mal kurz zeigen. Ein bisschen schwierig, weil so viel davor ist. Da hinten leuchtet die Sonne jetzt. Da blühen noch ganz, ganz kleine gelbe. Geh mal raus. Seht ihr, wie klein die sind? Winzig, winzig. So, Tara ist hier. Mia ist hier. Petra ist hier. Ich sitze auf so einem dicken, fetten Baumstamm, den ich noch gefunden habe. So ein Ende. Hier ist so eine leere Fläche. Wald drumherum. Ich zeige es euch mal so ein bisschen. Sehr, sehr schön. Und die Gräser sind ganz hoch und die Brombeerbüsche und da wachsen neue Birken. Und da ist der Weg. Hier bleibe ich jetzt mal so 5 oder 10 Minuten einfach still sitzen und atme einfach mal. Atme still vor mich hin. So Buscheldinger sind das, so Samenstände. Ich sitze hier schon eine ganze Weile, es ist ganz wunderbar. Meine Hunde sind ganz lieb, sitzen auch, gucken nach links und nach rechts. Petra guckt auch nach links und nach rechts, nach oben und nach unten. Es ist aber immer ein lautes Rauschen im Hintergrund. Das ist sicherlich die Autobahn einmal. Und natürlich die Geräusche von den nächsten Höfen und ja, von Stromberg halt. Ne? So. Es ist nicht leise, es ist absolut nicht leise. Man denkt, es ist leise, aber es ist nicht leise. Vögel kann man hören. Ich glaube, die Kamera wird es nicht auffangen. Es ist ein bisschen weiter weg. Ja, der Himmel zieht sich zu. Mal gucken, ob ich so ein bisschen rüber zwitschern kann. Ja, vielleicht könnt ihr das nicht wirklich sehen. Ne?
zieht sich zu alles. Die letzten gelben Blümchen, die bringe ich gleich meinem Mann mit nach Haus. Er hat gestern die letzten zwei, drei Buddleia-Blüten bekommen. Der blüht immer noch, so ganz eben. Und neue Rosen stehen da. Und ich bringe ihm von heute was mit. Ich glaube, das sind so mit die letzten, die ich mitbringen kann von draußen. Hin und wieder sieht man doch noch eine kleine Blüte. Hin und wieder, sehr, sehr selten. Ja, der Himmel bezieht sich gerade. Aber es ist irgendwie so eine, ja, ist einfach zu warm für die Jahreszeit, ne? Das schöne Laub hier, so dunkelrot und grünrot und hier wieder rötlich und da hinten wird es wieder golden. Wenn da jetzt die Sonne richtig reinscheinen würde, würden wir jetzt durch den goldenen Tunnel gehen. Hier ist einer von den Enns, den Baumhirten. Seht ihr, macht große Schritte gerade. Schön hier. Ah, ist das herrlich. Einfach nur mal so durchs Laub führen. Und da hinten seht ihr schon wieder überall die Weihnachtsbäume. Ja, in 2 Monaten, ja, da ist es schon fast schon wieder vorbei, das Weihnachten. Und die Tara hat irgendwas. Tara, lass sein, ist egal, ist egal. Ist egal, was da ist, ganz egal. Hier ist sowas aufgeschichtet, das ist immer gut, da wird vieles drin leben. Da haben viele Tiere einen Unterschlupf. Seht ihr? Und im Hintergrund überall die Weihnachtsbäumchen, Tannenbäume. Nein, wir haben noch nie einen Tannenbaum gehabt, einen echten. Hat mir immer irgendwie zu leid getan. So, wir gehen weiter. Wir sind schon fast wieder raus. Hier ist so eine kleine, so ein Überdach, wo man auch mal sitzen kann. Das tun wir jetzt gerade noch mal eine Minute. Okay, die Luft ist dumpf. Ja, es ist 11, 12 Grad und wir haben Ende Oktober, wir haben fast November. Sehr seltsames Wetter, ne? Naja. Aber schön ist es hier. Wir haben Glück gehabt. Wir sind da allein gewesen und die Hunde konnten ganz viel freilaufen. Das macht dann natürlich viel, viel mehr Spaß. So, wir gehen jetzt gleich diesen Weg weiter. Und weiter und weiter und weiter. Und da hinten steht dann hinter mein Auto. Dann fahren wir in Ruhe nach Hause. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben heute Morgen 2 Sachen. Einen Moment. Ich habe mich verheddert mit meiner Jacke an dem Stuhl. Okay, die erste Sache, da habe ich eine ganz kleine, feine Bastelei gerade gesehen bei Kerry Griffith. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Das ist ein englischer Bastelmann. Ein Bastelmann. Er macht schöne Sachen. Und ich war heute Morgen kurz bei ihm und habe eine kleine Bastelei mitgenommen. Ich verlinke seinen Kanal hier bei mir natürlich, wie sich's gehört. Das ist einer von diesen Bogen. Ich habe diesen Block ja 2-mal. Ich habe jetzt leider nicht so ein langes Lineal. Wir müssen das einmal so durchschneiden. Und dafür ist mein Schneidebrett natürlich auch nicht groß genug. Also werden wir das ganz einfach knicken, wie wir es früher als Kinder schon gemacht haben, wenn wir so große Sachen hatten oder kleine Sachen. Wir nehmen uns mal eben den dazu. Einen Moment. So, das können wir dann mit der Schere schneiden, ne? Das ist so eine schnelle kleine Sache und die ist so richtig klasse, dass ich gedacht habe, das muss ich euch zeigen. Das kann man nämlich hinterher überall in den Büchern verwenden. So, wir haben uns jetzt halt markiert. Ich hole mal eben meine Schere. Ja, heute Morgen war ich mit den Hunden im Bergeler Wald. Es war sehr, sehr schön. Ich hoffe, dass der Film euch ein bisschen gefällt. Es ist ja doch immer noch was anderes, wenn man selber drin rumläuft in der Natur, als wenn man versucht, es zu filmen und den Leuten nahe zu bringen. Aber ich hoffe, ihr könnt so ein bisschen sehen, wie schön der Wald im Moment jetzt ist. Es war ganz herrlich. Ja, es wäre jetzt schöner, ich hätte so ein langes Lineal, was ich schon lange haben wollte. Ich habe es leider immer noch nicht. Es sind so Sachen, irgendwie denkt man immer, ja, die braucht man, aber die braucht man dann doch nicht so oft und dann geht das schnell in Vergessenheit. So,
Wir haben also jetzt vier solche Dreiecke. Jetzt muss ich mal eben, ich muss gerade überlegen. Ich habe es heute Morgen gesehen, ob ich glaube nicht. Jetzt ist schon wieder aus meinem Gehirn hinausgeflutscht. So, und dann haben wir jetzt 12, wir nehmen Inch, das ist dann einfacher. Wir nehmen Inchi. Haben wir 12 Inchis? Ja, wir haben etwas mehr als 12 Inchis. Millimeter mehr als 12 Inchis. Okay, ist nicht schlimm. Wir haben also 12 Inch und dann gehen wir einmal bei... Oh, das hasse ich bei diesem Ding. Ich hasse es. Guckt euch das an. Hier steht 4, gell? Okay? Aber hier ist keine, hier ist keine Dings, ja? Und 8 ist auch keine Dings. Bei sowas könnte ich Brechanfälle bekommen. Jetzt ganz offen und ehrlich, bei sowas bekomme ich Brechanfälle. Ich habe es jedes Mal, wenn ich versuche mit Inch, weil es jetzt einfacher gewesen wäre. Okay, jetzt gehe ich mal her und gucke mal, 4 Inch wäre dann 9,5. Okay, vielleicht kriegen wir es hin. Ich weiß es nicht. Ja, es fängt immer so gleich an. Also wir haben jetzt über 30. Warte mal, 30. Dann haben wir gesagt 9,5. Keine Ahnung, was jetzt. Ich muss es ausmessen. Ist das richtig, was ich jetzt gesagt habe? Ganz ehrlich, ich will jetzt keinen Fehler machen. 4 Inch, warte mal, da war 4 Inch. Nein, das stimmt gar nicht. Ist es schon wieder ein Fehler? 10 ist das. Ja, 10. Hätte ich mir auch denken können. Ich bin aber immer zu dumm. 30 durch 3 ist nicht, da hätte ich gar nicht rechnen brauchen. Das mit den Inchen, das verwirrt einen. Ne? 10. Wir fangen nochmal neu an. Also, wir haben jetzt hier, das Endstück ist 30. Da machen wir einmal bei 10. Und einmal bei 20. So, vergesst das mit den Inchen. Wir inchen hier nicht. Wir machen es so, wie wir es können. So, ich mache jetzt einmal so rum. Legen wir es möglichst an. Also es ist ein paar Millimeter größer. Ich versuche das dann so einfach so anzulegen. Und dann bei 20 noch eins. Ich mache es mal eben für alles fertig. Und dann geht es sofort weiter. Es ist eine ganz, ganz einfache, schnelle Sache. Und ihr wisst ja, alles, was schnell und einfach ist, liebe ich. Aufwendig kann jeder, aber einfache, schöne Sachen machen, die dann auch wirklich irgendwo zu verwenden sind, das finde ich immer klasse. Deswegen bringe ich euch die Idee gleich heute mit. Ich mag solche Sachen. So, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Können wir wegtun. So, jetzt geht es los. Wir knicken das, da wo wir so schön... wer jetzt kein Scoreboard hat, dann kann der sich vielleicht einfach... Ich überlege gerade. Wer kein Scoreboard hat, der knickt es einfach. Und... Könnte ich ja das Maß mal geben? Warte mal, der knickt es einfach. Müsste doch... Ich versuche es gerade mal irgendwie rauszufinden für euch. Ein Moment, ist nicht so einfach gerade. Kein Scoreboard hat ja natürlich 10 cm. Also die Mitte wäre 5. Ja, genau. Ihr braucht eigentlich nur die Mitte nehmen und 5. Beziehungsweise den Endpunkt. Kommt das hin einigermaßen? Ja. Und 5. Nicht ganz. Habe ich wieder falsch gemacht, oder? Den Endpunkt und 15 müsste man dann sagen. Also wenn ihr kein Scoreboard habt, dann weiß ich es auch nicht. Ich bin im Kopfrechnen, bin ich eine absolute Niete. Ich bin dumm wie Stroh. Ich kann es euch leider nicht erklären. Es tut mir schrecklich leid. So, es kann jetzt passieren. Moment, ich hole mir eben die kleine Schere. Hier ist so ein ganz kleiner Spritzer zu viel. Ne? Den schneide ich einfach ab. So, zudup. Und hier ist er auch so ein ganz kleiner, weil das ist manchmal, die Papiere sind manchmal etwas... So, wir haben jetzt hier ein wunderbares Dreieck. Ein wunderbar Dreieck. Haben wir irgendwo... Ne, die sind alle oben leer. Okay. Ist egal. Wir machen das jetzt so, wie es ist. Ja, wir sehen natürlich zu. Bei dem Scoreboard habe ich versucht gerade, aber es ist nicht ganz gerade. Gut, dass wir nochmal drüber sprechen. Dies soll gerade sein, hier unten die Kante. Hier haben wir wieder das Problem. Kleines Zentimeter, Millimeterchen zu viel. Da auf der anderen Seite auch. Aber das ist nicht schlimm. Spielt überhaupt keine Rolle, also... Wir machen uns deswegen keinen Kopf. Wir schneiden das ab. dann nehmen wir den noch. Okay.
Ja, hier ist das Gleiche. Also es ist so ein Millimeter, so ein Hauch von Millimeter. Also ich schneide das jetzt ab und fertig ist die Geschichte. Macht euch keinen Kopf. Also das ist... Es soll einfach nur eine kleine, ganz kleine Bastelei sein. Und jetzt machen wir noch einen andersrum. Okay. Ja, also Scoreboard wäre schon schön, wenn man es hat. Aber manche haben es jetzt nicht und da muss man es halt austüfteln. Aber ihr seht ja ungefähr, worauf das rausläuft. Ob das jetzt etwas breiter ist oder nicht oder hin und her. Das spielt ja eigentlich die Rolle gar nicht. Und so, wir sind schon praktisch fertig. So, wartet mal. Jetzt hole ich mir mal ganz kurz meinen Glitterglue. Ja, wir können natürlich überlegen, wollen wir das so rum machen oder wollen wir das so rum machen? So, ich würde fast vorschlagen, wir machen einmal so rum, einmal so rum. Das ist auch hier genauso angekommen. Wir gehen einmal hier unten entlang. Drauf. Dann gehen wir einmal hier entlang. Zappdi-dappdi, drauf. Ich halte es eine Sekunde fest und schon ist es fertig. Wenn wir es natürlich jetzt noch, dann machen wir das jetzt, bevor wir kleben. Gleich mal gucken, wie rum. Ich habe jetzt beide Seiten, aber das spielt keine Rolle. Ich mache jetzt mal überall und zwar sage ich euch was dazu sofort. Also, wenn wir es noch nicht wissen, können wir es auch einfach überall machen mit dem. Seht ihr? Bup, bup, bup. So, ne? Ich sage sofort was dazu. So, wir haben es jetzt einmal so rum und einmal so rum wollen wir es haben. Wir wollen es zweimal verschieden haben. Nein, wir wollen das jetzt zuerst haben. Okay. Aber auch das spielt keine Rolle, wie rum und wie rum, la rum, Löffelstiel. Aber ich habe jetzt gedacht, ich will es einmal so rum haben. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt irgendwo im Moment gebrauchen kann. Ich halte es noch mal eine Sekunde fest. Das klebt ja ruckzuck. Jetzt haben wir schon zwei. Einmal so. Wunderbar, ne? Geht ganz schnell. Wollen wir hier auch so ein bisschen dran her zwitschern? Ja, ne? Wollen wir mal eben machen, ne? Ist einfach schöner. Ich gehe jetzt einfach überall entlang. Das ist innen, da brauche ich nicht entlang gehen. Und das ist außen. Das ist außen. Und das ist außen. So, okay. Klebe eben auf. Ja, ich finde solche kleinen Sachen, finde ich immer sehr, sehr schön, wenn man da so ein paar Sachen von hat, die man in so ein Journal vielleicht mit einbringen kann. Das kann man sich schon mal auf Vorrat hinlegen. Ich habe jetzt nur dieses braune Papier gewählt, weil ich da so viel von habe. Ne? Also man kann natürlich jetzt das Schöne, er hat das mit dem schönen Papier von Stamperia gemacht. Das sah natürlich super schön aus. Ja, klar, kann man alles machen. Ne? Ach, ich weiß, ich habe was. Kommt gleich, machen wir gleich. Okay, machen wir gleich. Machen wir alles. So, wir haben, hier geblieben. Wir haben einen so, also wird jetzt dieser eingeklebt, so rum. Ja, ich finde, das kann man sich so ein bisschen auf Vorrat hinlegen, wenn man will. Vielleicht verschiedene Papiere benutzen, die man hat. Man hat ja so viel Papier im Endeffekt. Ist ja kein Mangel dran, ne? So. Also wir haben es jetzt einmal so rum, einmal so rum. Einmal so rum, einmal so rum. Ihr seht, was ich meine. Dann hat er natürlich noch, was ja auch sehr schön ist, das machen wir auch. Wir werden eben die Ecken ein bisschen abkrumpeln. Das sieht einfach hübsch aus. Dann gehen wir da gleich nochmal mit. Guck mal hier. Das sieht natürlich, kann man machen, muss man nicht machen. Ist Geschmackssache, ne? Kann man machen, muss man nicht machen. Ich muss jetzt aber doch mal irgendwo mal das Ding eintunken. So, bin ich schon fertig. Seht ihr? Und da kann man hinterher eine ganze Seite mit gestalten. Ich zeige es euch gerade, warum das so schön einfach ist. Also ich finde das, sehr, sehr schön, wenn Sachen einfach funktionieren. Also
ich habe auch früher schon Sachen gesehen, woanders als Anregung mal versucht. Und also erfahrungsgemäß für mich, wenn das kompliziert ist und es ist so viel Aufwand und knickst du hin, knickst du her, dann brauchst du das Material, dann brauchst du das Material. Ja, ist ja alles ganz gut und schön, denke ich dann immer, bevor ich dann nochmal mit anfange, bleibt es dann dabei. So, wir haben es jetzt schön geinkt. Also eins geht so, eins geht so. Ich habe jetzt zufällig hier einen Tag, der liegt doch die ganze Zeit hier. So, wenn wir jetzt eine schöne Seite gestalten wollen, jetzt habe ich natürlich kein Papier hier. Doch, 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 ich habe ein Papier. Ja, aber keine Panik hier, keine Panik. So. Wir haben eine Seite. Wir können es jetzt zum Beispiel aufkleben. Er hat es wunderbar gezeigt. Ne? Wir können es aufkleben. Jetzt können wir hier einen Tag einschieben. Wir können da einen Tag einschieben. Seht ihr? Hier und hier. Hier können wir mehrere, weil es eine große Tasche ist. Ne? So. Dann können wir es aufkleben. Entweder so. Stecken dann oben sowas rein. Beispiel, ja, nur damit wir es sehen. Stecken von oben einen großen Tag rein oder eine Karte. Wir können es auch so aufkleben, dass wir hier noch was ausziehen können. So, ne, kann man auch. Oder wenn die Umschläge sind ja sehr, sehr schön, die kann man also jetzt füllen, seht ihr, mit allen möglichen Zeugs. Habe ich noch irgendwas, was ich mal reinstecken kann, dass man mal sieht, es kann ganz viel rein, ne? Es ist nur beispielhaft. Und dann kann man das einfach zum Beispiel an die Seite dran klippen. Ne? Man könnte es auch so dran klippen, dann hat man geheime Sachen da eingeschoben. Du siehst es? So. Also ich finde, das ist sehr vielseitig, man kann viel damit machen. Ihr habt das Prinzip hoffentlich verstanden, war ja ganz einfach. Ja, ich liebe Sachen, die einfach sind. Ne? Ich muss dazu sagen, wenn ich jetzt in Bücher einarbeiten möchte, ich habe sowas Ähnliches, glaube ich, schon vor vielen, vielen Jahren mal gemacht mit Gail Agostinelli. Sowas Ähnliches, ich muss mal suchen, das war noch ein bisschen komplizierter. Das ist viel schöner, weil es so einfach ist. Und wenn ihr es in Bücher einarbeiten wollt, dann vielleicht nicht das ganz dicke Cardstock-Papier wie dieses nehmen. Vielleicht einfach nur Papier nehmen. Kommt drauf an, was ihr damit machen wollt. Also ich finde es sehr schön und das war es erst. Okay, jetzt haben wir das gemacht mit den kleinen Umschlägen. Jetzt zeige ich euch mein Buch. Ich trinke mal eben einen Schluck. Ach, lecker, lecker. Hatte ich mir heute Morgen zum Spaziergang mitgenommen und nicht ganz aufgetrunken. Also ich zeige es euch nochmal. Also ich finde, es ist ein sehr schönes Buch geworden. Es ist alles eingenäht. Es sieht sehr schön und ordentlich aus. Ich liebe es ja, wenn es beim Buchmachen ein bisschen ordentlich aussieht. Ist jetzt mein Tick vielleicht. Ich finde es jetzt so schön mit den bunten Papieren da drin, ne? Diese Hüllen. Also Blautöne, Rottöne, bis ins Grün, zur Mitte, dann wieder Blau, Rot, Lila, bis zu so, ne? So abgestuft sind die Seiten. Und jetzt habe ich mir überlegt, dass ich da ganz gerne ein bisschen was stenzeln wollte. Ich hole mir mal einen Moment, das ist hier alles so ein bisschen zugeknotet noch, das brauchen wir so nicht. Ich hole mir mal eben hier so einen Bogen raus. Ich hätte das gerne vorher gemacht, muss ich zugeben, aber ich habe hier so was Neues. Guck mal, das sieht nicht schlecht aus, gell? Das sieht nicht schlecht aus, wenn wir das so drüber laufen lassen über das Blatt. Ich denke mir, dass wir da eine dunkle Farbe brauchen und zwar wie wäre es, wenn wir hier mit Fallen Leaves arbeiten? Wir haben Fallen Leaves. Ich muss mal einmal schauen. Das soll natürlich. Wir haben hier noch Acron. Das ist so auch eine schöne Farbe. Grün brauche ich hier nicht. Nee, lass uns mal bei diesen Tönen bleiben. Ich nehme mal ein Bürstchen raus. Versuche das mal. Einigermaßen gut drauf, ja, ne? Hoffentlich sieht man es auch hinterher so viel schön, wie ich mir das jetzt so schön vorstelle gerade. Seht ihr, man braucht da gar nicht allzu viel Gehampel machen. Ich
habe gedacht, dass wir auf die, muss ich gut festhalten, es rutscht, es ist rutschig. Ja, idealer wäre es natürlich gewesen, ich hätte das vorher gemacht. Ja, ist schon vollkommen klar, ne? Das brauche ich jetzt nicht extra 100 Mal sagen, oder? Aber egal, wir werden es auch so hinbekommen, dass es mir gefällt. Bin ich sicher? Nee, sicher nicht, ich hoffe. Ich hoffe, ich bin ja ein gläubiger Mensch, ich bin ja hoffnungsvoll. Vorsichtig, das rutscht nämlich wirklich. Jetzt habe ich gleich die Hände wieder voll, aber ist egal. Okay, wollen wir gucken? Ist ganz schön. Hier unten, oh nee, warte mal, da unten ist nicht richtig. Da müssen wir nochmal nachhaken. Aber ich schätze, wir bekommen es hin. Vielleicht. Kann man es sehen? Ja, da ist es. Hier ist es nämlich nicht. Hier ist es nicht genug. Und da oben war auch irgendwas. Hoffentlich kriege ich es hin. Ich finde es jetzt nicht so schlecht, oder? Findet ihr das hässlich? Nö, ne? Also ich finde es jetzt sehr schön mit dieser Schablone, das gebe ich mal ehrlich zu. Wollen wir diese Schablone vielleicht auch auf das hintere nochmal so drauf geben? Weil sie mir so gut gefallen hat vielleicht. Versuchen wir es mal. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe jetzt beide aufgemacht. Ich bin dumm. Warte mal. Nein. Das gehört zusammen. Ich schon wieder Fehler. So, wir versuchen es nochmal. Wartet mal, ich mache, genau, ich versuche das jetzt hier noch drauf zu bringen, dass es hier einigermaßen auch zu sehen sein wird. Ja, ich muss drauf fassen, das lässt sich sonst nicht anders machen. Die habe ich neu, jetzt habe ich schon die ganze Zeit überlegt, von wem, von woher, weiß ich schon wieder nicht. Ich vergesse sofort alles, was nicht sofort lebensnotwendig ist, selbst das vergesse ich. Finde ich sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ganz, ganz schön. Ach, das könnte sein, dass ich die von Ideen mit Herz vielleicht hatte. Könnte das sein? Jetzt gucke ich mal ganz kurz bei meinen anderen Schablonen. Ich habe nämlich noch Fahne. Ja, es wird auch alles zu faul. Oh, ich weiß es. Da ist auch schon was Großes. Ja, das ist nichts. Die sind schön. Ich weiß, also die sind nicht von mir, die habe ich bekommen. Aber das, seht ihr, da kann man nicht so ganz viel, furchtbar viel mitbringen. Die sind einfach zu groß. Ne? Die lege ich jetzt mal. Das ist schon sehr gewöhnungsbedürftig. Das rutscht einem auch so vor der Füße weg. Ich lege die mal zur Seite, die werde ich mal extra packen. Ich suche jetzt, da sind welche. Die suchte ich. Und, Moment, ich sehe schon. Das mal hier schon, das ist sehr schön, das Herz. Hier das Gleiche, ist zu groß. Seht ihr, das ist zu groß. Das ist zu groß. Auch schwierig, geht noch eher. Aber die Blätter sind einfach zu groß. Ne? Das ist einfach mehr so Wand für Wände gedacht. Seht ihr? Das ist natürlich eine meiner Lieblinge. Das, darauf wollte ich hinaus. Das wollte ich haben. Genau, und dann bleibst du mit dem Ärmel hängen erstmal und schiebst alles durcheinander. Das ganze Ding ist voll mit Schablonen. Deswegen Schablonen braucht man auch nicht mehr kaufen. So lange lebt man gar nicht, um die wirklich noch alle verwenden zu können. Das ist einfach so. So, wir machen jetzt auf jedes Ding, machen wir jetzt was drauf. Drup. Auf jedes machen wir was. Drup. Groß oder klein. Das ist egal. Hauptsache, wir haben was. Ein so ein Blatt oder ein so ein Fahnenblatt da drauf. Finde ich sehr schön. Gell? Oh,
finde ich sehr. Das sind Farnblätter und das andere sind Federn. Also wollen wir keinen Fehler machen. Wir wollen jetzt hier auf das Blaue. Hier. Es liegt nicht so gut, wie meine anderen Bücher oft liegen. Hier kommt auch ein Farnblatt drauf. Wir versuchen jetzt mal sehr, sehr schön. Dann haben wir das nächste wäre das. Da können wir eine Feder drauf geben, eine schöne große Feder. Für diese zum Beispiel. Ja, heute ist Samstag, ihr wisst Bescheid, Ende der Häuseraktion, heute Mittag, ich habe ja gesagt, bis Samstagmittag. Ich mache jetzt noch diesen Film. Oh, das sieht gut aus. Das gefällt mir wirklich jetzt nicht so schlecht. Dann machen wir hier noch eine Feder drauf. Haben wir noch eine schöne Grusche? Wir könnten diese nehmen hier, die ist auch hübsch. Oder wir nehmen diese hier, die ist auch sehr, sehr hübsch, diese Feder. Diese schöne Feder. Ja, und dann werde ich den Film mit den Häusern fertig machen. Das heißt, ich habe schon etwas vorbereitet. Guck mal, toll. Das sieht doch richtig schön aus. Ne? Das sieht doch richtig, richtig, richtig schön aus. Mir gefällt es gerade richtig sehr, sehr gut. So, wir haben dies, wir haben dies, wir haben dies. Das Einzige, was wir nicht haben, ist dies. Wir haben hier, wir haben da. Ups, wir haben vorne. Ganz toll. Ja, was nehmen wir jetzt am liebsten? Eine Feder oder ein Farnblatt? Ich glaube, wir nehmen Farnblatt. Ja, wir nehmen Farnblatt. Ist alles prima. Ich mag Farne sehr, sehr gerne. Ja, dann habe ich jetzt schon... Ach, mit Zahlen, ihr wisst ja, mit Zahlen bin ich schrecklich. Also ich glaube, 34 habe ich, oder 35, auf jeden Fall schon eine ganze Menge. Teilweise habt ihr viele Häuser gemacht, teilweise nur ein oder zwei Häuser, was alles in Ordnung ist. Jeder konnte das machen, wie er das wollte. Es war ja jedem freigestellt. Manche haben ganze Straßenzüge oder ganze Dörfer gemacht. Also das wird ganz, ganz schön werden. Also ich hoffe, dass es euch gefällt. Ich werde mich bemühen, dass jeder gut sichtbar ist mit seinen Sachen, die er gemacht hat. Guck mal, das sieht schön aus. Wow, 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 wow. Das sieht sehr, sehr schön aus. Mhm. Gut. Dann haben wir das schon mal erledigt. Jetzt würde ich vielleicht mal versuchen, ob ich hier vielleicht einfach mit Schrift etwas arbeiten könnte. So. Ja, es wäre einfacher, man hätte das vorher gemacht, vollkommen klar. Aber ich habe es jetzt nicht vorher gemacht, weil verrutscht, weil ich nicht genau wusste, wie das wird und konnte nicht wirklich so überlegen. Jetzt, wenn man es im Nachhinein... Naja, das könnte besser aussehen, ne? Das könnte besser aussehen. Machen wir es auf jedes zweite dann drauf, auf die Schrift, genau. Das ist auch wieder eine von den Schablonen, die ein bisschen fuddelig sind, seht ihr? Die Größe macht es natürlich. Ja, ich finde es schön, dass so viele mitgemacht haben bei der Häusergeschichte. Freue ich mich sehr drüber. Und ich hoffe, dass euch der Film hinterher gefällt. Ja, wir machen einfach auf jedes große hier auch Schrift drauf, damit wir hinten was anderes auch mal haben. Und bei den anderen werde ich gleich noch mal schauen, was wir da noch nehmen können.
überlege, ob ich in diesem Buch noch arbeite weiterhin. Das heißt also vielleicht Figuren einkleben oder noch was reinschreibe oder so. Ja, so, dann haben wir noch dieses hier. Das ist der letzte Streich. Den haben wir schon gleich fertig. Das geht relativ zügig hier. Geht, es geht relativ schnell alles. Ich habe jetzt überall dunkelbraun, also im Grunde so eine braune Farbe genommen, damit das hier ein bisschen runterdämpft von den bunten Farben. Nicht ganz natürlich, aber etwas. Das reicht uns schon, das reicht uns schon, das reicht uns schon. Es ist jetzt wieder möglich, dass ich wieder kein weißes Papier habe. Oh mein Gott, ich habe es wieder geschafft. Ich gucke gerade. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber weißes Papier. Hier, ich habe eins. Halt, 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 halt. Reg dich nicht schon wieder auf, Fräulein. So, jetzt machen wir mal ganz kurz die Bürste als erstes ein bisschen sauber. Guck mal, da haben wir fast den gesamten Bogen schon leicht eingefärbt. Das ist nicht zu fassen, was in so einer Bürste immer noch an Farbe hängt. Ne? So, haben wir mal ein Babywipe, bitteschön. Ich glaube, upala, ich glaube, wir kriegen die. Ups, das ist zu viel. Das ist eins, zwei, eins. Ich glaube, wir kriegen diese Stempelfarbe da nicht gut runter. Das ist ja diese. Ja, die sitzt drauf. Permanent. Ja, dann ist das so. Das kriegen wir nicht runter. Da müssen wir mit leben, dass es jetzt so schicklich aussieht. Geht nicht anders. Okay. Leben wir damit. Das tun wir jetzt. So, da haben wir nämlich auch sehr, sehr schöne Ränder noch drauf auf dieser und auf dieser. Ups, damit wollte ich auf jeden Fall noch arbeiten. Ach, ja, okay. Okay, ich überlege gerade, womit ich jetzt anfange. Ich fange hiermit an. So, dann nehme ich jetzt dieses hier, dieses gruselige. Ich will mal sehen, dass ich mit diesen zwei Schablonen vielleicht auskomme. Okay, ist okay, ist okay. Ist okay, ist okay. Hakt sich fest. Ach du Schreck. Blöd. Hakt sich fest. Okay, das haben wir jetzt vorne. Wir machen gleich noch ein bisschen mehr drauf. Aber wir wollen das jetzt so abwechselnd ungefähr hinkriegen, damit wir, guck mal hier, das hat sich schon losgezwitschert. Das ist ganz, sowas ist doof, ne? Das ist ganz, ganz blöd ist das. Auf jeden Fall doof. Ja, wenn sich das so loszwitschert, ist nicht schön. Seht ihr, das nicht schön. Nee, nee, nee. Oh, es rutscht, rutscht. Oh, nicht so toll. Okay, das geht, das geht, das geht. Wir haben jetzt dieses. Wir arbeiten uns jetzt so querbeet durch. Und jetzt haben wir hier noch, da können wir es auch gebrauchen irgendwie. Hier unten zum Beispiel. Ja, bisschen. Hier oben so ein klein bisschen. Okay. Das gleiche gilt hier. Ja, der Film kommt also nach Mitternacht dann am Sonntag. Mit den Dings. Oh, da hätte ich nicht. Ja gut, kommt sowieso noch was drüber. Also, wir haben jetzt das gemacht, das gemacht, das gemacht. Hinten waren wir auch schon. Jetzt haben wir noch die kleinen. Da könnten wir jetzt mal mit dieser Schablone arbeiten. Da haben wir hier diese wunderbaren Krackelmuster. So krackelig, krackelig. So, ne?
gucken, ob wir das erkennen können, wenn wir damit arbeiten. Ja, man kann es erkennen. Ist zwar nicht so doll, aber man kann es erkennen. Es könnte ein bisschen mehr sein, ne? Das stimmt schon. Sehr wenig, ne? Sehr, sehr wenig, aber okay. Okay, dann müssen wir mal, dann wollen wir in dem Takt aber drin bleiben. Ich hole gleich noch andere Schablonen. Ich sehe das schon. Ich sehe das schon kommen. Da brauchen wir noch andere Sachen dafür, damit das nach was aussieht hier. Okay. Okay, da oben brauchten wir auch noch eine kleine Krackelecke. Okay, haben wir es gleich. Ist nicht so doll. Nee, ich weiß es wohl, ich weiß es wohl, ich weiß es wohl. So, da haben wir das jetzt. So, da haben wir das jetzt erstmal soweit fertig. Mal eben aus der Hand legen. Rot habe ich hier noch. Hier. Da bin ich schon. Okay. Gucken, da haben wir was drauf. Da haben wir noch nichts drauf. Ups. Da haben wir noch nichts drauf. Auf dem Blauen. Auf dem Blauen. Auf dem Blauen. Warte mal. Da sind ganz große krackelige Dinge drauf. Okay. Dann hätten wir wahrscheinlich noch ein Blau. Genau, wollte ich gerade sagen, da haben wir noch ein Blaues. Ich habe aber dann, glaube ich, die gleich alle fertig. Ja, es muss schon irgendein System hinterstecken, sonst passt es in der nicht zusammen. Guck mal, da haben wir keinen Hintergrund drauf. Ui, da haben wir was vergessen. Siehst du? Das kommt dabei rot. Okay. Jetzt wollen wir mal in aller Ruhe mal einmal durchblättern, dass wir mal gucken, wo noch wirklich. Da haben wir keine Schrift drauf. Moment. Da haben wir Schrift drauf. Da haben wir keine Schrift drauf. Ah, da haben wir Schrift drauf. Jetzt weiß ich auch, warum wir da keine Schrift drauf haben, weil da hatte ich doch dieses Herz. Ein Moment, das war aber hier vorne irgendwo. Und zwar hier. Ist das so rum? So rum. So, jetzt muss ich den erstmal wieder sauber machen hier. Ein bisschen zumindest. Guck mal, schon bald haben wir Papier wieder fertig. Kann nicht mehr lange dauern. So, dann machen wir hier mit dieser Schrift was, mit diesem Herz. Genau, das können wir auf die Kleinen alle gleichmäßig ruhig verteilen. Das ist okay, ne? Das ist okay. Dann tun wir hier noch eins drup. Ja, ich finde das ganz schön. Wir holen uns gleich noch was anderes raus. Hui, da kommt gerade die Schmilli-Milli reingestürmt. Habt ihr sie gehört? Was ist denn das? Ja, ich sitze immer bei offener Tür hier, immer. Wenn es irgendwie geht, sitze ich bei offener Tür hier. Weil das ist so zugebaut alles und das ist angenehmer, wenn die Tür offen ist. Außer im tiefsten Winter, dann mache ich sie zu. So, das haben wir schon mal erledigt. Gut. Jetzt lass uns mal ganz in aller Ruhe gucken, wo wir überhaupt... Also da haben wir was drauf. 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 Da, und da. Okay.
Okay. Ich guck gerade mal nach einem anderen Muster. Hier zum Beispiel habe ich noch so ein schönes Rautenmuster, das könnte man noch nehmen. Jetzt müsste ich nur mal gerade gucken, ob ich noch eine andere Braun oder wir nehmen ruhig Schwarz. Wir können auch Schwarz nehmen. Wir können auch Schwarz nehmen für andere Akzente. Ja, guck mal, wenn ich jetzt so weitermache und dann stempeln wir da vielleicht noch was drauf auf dieses Schmierpapier, dann haben wir ganz schnell schon wieder schönes neues Papier, schöne neue Welt. So, da machen wir. Oh ja, das geht. Das klappt. Hoffe ich. Ja, das geht. Das gefällt mir gut. Das werde ich jetzt überall dazwischen fummeln. Als verbindendes Element benutze ich ähnliche Stamps. Versteht ihr? Damit das nicht so komplett aus dem Ruder rausläuft, das ganze Werks. Doch, das geht. Habe ich das auf dem Kleinen auch gemacht? Ja, habe ich auf dem Kleinen auch gemacht. Ich finde, das sieht schön aus hinterher. Hier können wir größere Stücke gebrauchen. Das ist ein schönes Muster. Ja, gefällt mir wirklich gut. Ja. Guck mal. Reicht. Und hier machen wir hier unten so ein kleines bisschen hin. Und vielleicht hier oben. Hier so. Sehr, sehr schön. Hat schon sehr viel Nettes. Haben wir jetzt vielleicht noch ein Muster, was wir jetzt ganz schnell hinten drauf schmeißen können? Guck mal. Ich gucke mal. Ach, guck mal hier. Die habe ich auch noch. Ach, wisst ihr was? Dann benutze ich die jetzt für hinten. So, das finde ich ganz schön. Die benutze ich jetzt für hinten in Schwarz. Überall. Diese drei. Wie sich es gerade ergibt. So machen wir es. So wird es getan. Ja, finde ich sehr, sehr schön. Gefällt mir. Hinten braucht nicht ganz so viel drauf. Gefällt mir gut. Es gefällt mir gut. Ja, das wird schön. Das wird sehr, sehr schön. Ja, dann könnte man, wenn man will, ich werde es jetzt nicht wollen wahrscheinlich, könnte man noch weiter mit Stempeln arbeiten, die Seiten immer weiter gestalten. Wobei ich das jetzt, ich glaube, wir lassen es jetzt so, wie es dann ist gleich. Mir reicht es. Ich war jetzt, warte mal, kriegen wir das hin? Hier? Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich habe mir gestern seit langer Zeit mal wieder veganes Rührei gemacht. War lecker, richtig lecker. Und da das natürlich für mich alleine zu viel ist, kann ich da ein paar Mal von essen. Ich habe gestern Abend gegessen. Habe gerade eine kleine Portion mir schon mal reingeballert. Weil ich so einen Hunger hatte. Zusätzlich, so als zweites Frühstück. War früh auf heute. Und und heute Mittag habe ich noch ein paar Bratkartoffelschüss. Und dann gibt es dazu auch wieder Rührei. Kann ich entweder kalt dazu essen oder warm. Das schmeckt auch kalt. Das ist nicht schön. Warte mal, ich gehe noch mal hin. Einen Moment, das ist mir vor. Hui.
Sekunde. Kriegen wir aber vielleicht, das kriegen wir hin. So, da ist es nicht so schön abgedrückt. Ja, wird es schöner. Ja, das kann man kalt gut essen und das kann man warm gut essen. Und deswegen ist das für mich ganz schön. Ich esse es gerne. Ich habe das so mit kleinen Tomätchen und Zwiebelchen. Lecker, lecker, lecker. Ich habe irgendwo das Rezept auch schon mal, glaube ich, gezeigt. Für die, die sich vielleicht dafür interessieren, womöglich. Das wird ja aus Tofu, normalen Tofu, Seidentofu. Wichtigste Bestandteil ist Kurkuma für die Farbe und Kala Namak für den Geschmack. Dann kann man das natürlich mit Paprika und wie man will. Also ich glaube, wir lassen das. Das gefällt mir, glaube ich, jetzt schon mal nicht so schlecht. So, jetzt geht das hier mit den Bürstchen eben noch weiter. Da haben wir schon mal einen ganz schönen Hintergrund, den wir irgendwo gebrauchen können. Ich muss mir das angewöhnen. Also diese permanente Farbe kriege ich ja nicht so einfach runter. Wenn ich jetzt die Stress Inks genommen hätte, wäre das ganz leicht gewesen. Aber so haben wir die Bürste einigermaßen wieder sauber. Okay, kann wieder weg. Kann wieder weg, kann wieder weg. Das kann alles wieder weg. Das auch. Das auch. So, die Schablonen, die legen wir gerade eben wieder rüber. Die sortiere ich gleich noch mal kurz neu, habe ich das Gefühl. Aber ich will sie eben vorsichtig bitte weglegen, dass sie mir nicht kaputt gehen. Das wäre zu schade. Ich liebe diese mit diesen Fahnen und auch mit den Federn. Die mag ich sehr, sehr gerne. Wirklich gerne. So, einen Moment. Ich hab's gleich. Oh, meine Finger sehen auch schon wieder aus. So. Ja, ihr seht, das Genähte sieht ganz ordentlich aus. Wenn einem das jetzt stört, könnte man eine Spitze drüber geben. Also mich stört es nicht, da es sehr, sehr schön ordentlich, also für meine Begriffe sehr, sehr schön ordentlich ist. Das Buch fängt schön an. Ihr seht, also die Strippeln hängen noch, weil ich weiß nicht, ob ich jetzt überall noch was einknüpfe. Ich hab genug Möglichkeiten. Also ich finde das sehr, sehr schön jetzt so mit diesem. Ich weiß nicht, ob es euch gefällt, aber für das, dass ich jetzt so viel verarbeiten konnte und wollte, ist das okay. Ich habe also jetzt hier noch viel Platz zum Teil, um zu schreiben oder zu kleben. Seht ihr? Ah, muss mal aufpassen. Und das habe ich gestern so in der Eile gemacht. Und dann muss man immer aufpassen, dass einem das nicht. Das ist süß, oder? Oh mein Gott, so ein Stuhl. Und dann diese Blüten daneben. Ist das nicht wunderschön? Hier haben wir auch eine gemütliche Küche. Hier haben wir einen tollen Innenraum. Hier können wir an jedem Bild kann man so ein bisschen. Hier haben wir so schöne Blüher. Ich glaube, hier habe ich einen vergessen. Guck mal, oh. Diese Klebestifte, die haben mich gestern auch geärgert. Guck mal hier. Ja. Da kann man am besten einfach so sich nicht ärgern und man geht einfach so ein bisschen mit Stempelfarbe drüber. Die haben aber auch geklebert teilweise. Widerlich, wirklich widerlich. Guck mal, ist nicht so schlimm. Ja, ich sehe gerade, dass mir eins fehlt. Aber das hole ich noch nach. Alle anderen sind beklebt. Die habe ich so gelassen, weil die Seiten so schön waren. Ne? Mit so Sprüchen. Vogelhaus. Ich gehe mal so sporadisch rein. Alles schöne Sachen. Wo man sagt, okay, da gucke ich gerne mal hin. Hier haben wir viel zum Schreiben noch, frei. Ne? Also man kann hier drin schreiben. Es liegt relativ gut. Ne? Ah, guck mal. Da habe ich vergessen einzukleben. Ja, ich bin auch noch nicht ganz fertig. Also ich zeige euch das. Da kommt jetzt das jetzt. Das muss ich noch kleben. Lass mal hochstehen. Ne? Es kann sein, dass noch mal die eine oder andere Seite noch frei ist. Aber ich glaube, die meisten. Hier habe ich auch ganz viel Platz zum Schreiben. Da habe ich nur so kleine Bilder eingeklebt. In diesem war sehr viel, das ist das mittlere, das Mittelteil. Sehr, sehr viel Platz zum Schreiben hier. So, und teilweise einfach nur so. Ne? Hier ist auch noch ganz, ganz viel Platz. Also es könnte sein, dass ich es vielleicht, wisst ihr, so als Art
Tagebuch. Das, was ich jetzt führe, ist fast voll. Hier ist einfach ein Bilderbuch, ein Buch zum Gucken. Das ist ganz beklebt, ein Glue-Book. So, aber hier hätten wir auch noch ein bisschen Platz, wenn wir schreiben wollen. Dann haben wir hier wieder so ein Buch, wo eigentlich auch ein Bilderbuch eher ist. Ja, ein Glue-Book, wo man sich das anschauen kann, sich an den schönen Sachen erfreuen kann, an den Sprüchen, an den Bildern, Fotos, Malereien, je nachdem, ne? Und hier haben wir, das habt ihr ja auch alles gesehen, wie es entstanden ist, auch viel Platz zum Schreiben, aber auch viel Platz zum Gucken, seht ihr, zum Nachdenken, zum Träumen, ne? Teilweise ist es ja ganz gestaltet. Also ich würde sagen, es ist eine Mischung zwischen Blue Book, vielleicht wird es ein Artbook, vielleicht kann ich noch ein bisschen drin malen, aber Art ist auch schon, dass man diese Seiten kollagiert zum Beispiel, für meine Begriffe, und ein Journal. Es ist eine Mischung von zwischen allen. Und ich habe sehr, sehr viel verwenden können. Das macht besonders viel Freude. Die Rückseite gefällt mir jetzt ganz gut. Ihr wisst ja, dass die so dreckig war, aber ich wollte so gern die Bienen erhalten. Und vorne ist die Wiese und hinten ist halt auch eine Wiese und das gefällt mir. Ich wollte das erst einfärben, aber ich glaube fast bis auf die Kanten. Das machen wir jetzt mal gerade. Ich habe nämlich bestimmt noch braune Farbe dran. Ja, oder? Mehr braucht es nicht. Wir gehen so ganz klein bisschen, genau, wir dämpfen so ein ganz klein bisschen ab. So ganz, ganz vorsichtig. Nicht übertreiben, ne? Nicht übertreiben, Fräulein. So, finde ich jetzt sehr schön. Ich sage jetzt, das Projekt ist jetzt fertig. Ich habe jetzt hier noch Bilder, die klebe ich noch ein. Und ich glaube fast, dass das jetzt mein nächstes Tagebuch wird. Es gefällt mir sehr, sehr gut, dass ich da auch so viele Sachen finde, wo ich einfach nur so gucken kann. Wisst ihr, so ich gucke mir das Buch an, dann kann ich so ein bisschen von der Blumenwiese mir so ein bisschen träumen, wie schön das da ist, ne? So ein Gut, dann haben wir hier einen See. Das finde ich schön, sowas. Ne? Ich gucke mir das gerne an, sowas. Ruhig, ganz unterschiedliche da. Los, über die Brücke, du schaffst das. Sowas ist immer gut, ne? Du schaffst das, ne? Solche Sachen, ne? Palmgarten. Auch schön. Ja, also ich finde es ein sehr, sehr schönes Projekt, ganz ehrlich. Und freue mich, dass ich soweit schon fertig habe. Also ihr werdet es jetzt nicht nochmal sehen, weil jetzt wird es dann als nächstes in die Verarbeitung kommen bei mir. Und ich werde es dann beschreiben. Die kleinen Umschläge, vielleicht versucht ihr es auch mal, weil das ist so schön, so einfach, so simpel. Und die sehen so schön aus. Man kann sie so weiter gestalten. Natürlich, man könnte jetzt hier, hat Elga auch gezeigt, der Film ist ja verlinkt, einen kleinen Cluster drauf machen, dies noch, das noch, Spitzen dran, alles mögliche. Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und was ich witzig fand, ich habe immer gedacht, recyceln wäre eigentlich so, ja, ist eigentlich im Trend, ne? Sagen wir mal, im Trend der Zeit. Und ich recycle ja gerne und viel, da wollte ich sowieso mal drüber sprechen. Und habe immer gedacht, okay, das finde ich jetzt für mich jetzt toll, ich mache das auch weiter. Ob das jetzt Erfolg hat oder nicht, spielt für mich eine untergeordnete Rolle. Aber ich habe jetzt eine Funktion entdeckt bei YouTube. Und da wird dann angezeigt, geringes Interesse an dem Film oder mittleres Interesse oder höheres Interesse, sowas in der Art. Und ich hätte ja jetzt alles geglaubt, aber wisst ihr, was gar kein Interesse hat? Das Recyceln. Das interessiert keinen Menschen. Das wundert mich schon sehr in der heutigen Zeit. Wo man bessere Erfolge am laufenden Meter hat, sind Holz, raffen, 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 Bastelmaterial kaufen bis zum Anschlag. Das sehen die Leute gern. Kaufen an sich sehen die Leute komisch. Und ich war gerade persönlich, also aber das hält mich auch nicht davon ab, das weiterzumachen. Mich nur um zu begreifen. Wenn es nicht mit Kaufen ist, interessiert es die Leute in der Regel nicht mehr. So ist es halt.
Ja, ich habe es gern, dass Sie feststellen. Ich wusste gar nicht, ich habe die Funktion jetzt gerade erst vor ein, zwei Tagen das erste Mal gesehen, dass das da jetzt steht. Ich gucke da so selten rein. Ich gucke nur, dass ich meine Kommentare irgendwie auf die Reihe kriege oder sowas. Ne? Aber ansonsten gucke ich da gar nicht, interessiert mich das ja gar nicht. Da es ja nicht monetarisiert sind, interessiert es mich eh nicht. Ob da jetzt 100 mehr oder 100 weniger gucken, so what, ja, so what, ja, ist egal. Klar freut es mich, wenn es die Leute gucken. Wenn sie es nicht gucken, dann ist es so, ne? Ja, dann, ja, wie gesagt, das wollte ich mal sagen. Und das hat mich sehr, sehr verwundert. Ich gedacht, also recyceln und umweltschonen und sowas alles und nicht immer nur neu kaufen und nicht immer nur neues Papier ausdrucken und nicht nur immer kaufen, 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 kaufen. Ne, die 3 Millionenste Stempelfarbe, den 500.000sten Stift und die 3 Milliardenste Farbe und die weiß ich nicht wie viel Millionenste Papierdingensbummens ausdrucken. Ich habe gedacht, der Trend wäre ein anderer. Aber das sieht man mal, dass ich also so ein bisschen fernab der Menschheit bin. Für mich ist das erstrebenswert, weniger zu kaufen. Natürlich habe ich auch weniger Geld, das gebe ich ja auch ganz ehrlich zu. Aber auch wenn ich das nicht hätte, wäre ich jetzt bestrebt, so guck mal, wieder gekleppert, wäre ich jetzt bestrebt, aus meinem Fundus zu arbeiten. Also sprich, mit alten Sachen, mit Werbung zu arbeiten. Ne? Wie eine schrieb, ich mache auch Junk Journal, aber in meinen Junk Journal kommt kein Müll. Ja, ich weiß nicht, ob die nicht Englisch kann. Also Junk heißt Müll. Ne? Und dann ist es auch kein Junk Journal. Ne? Dann ist es ein Journal. Ist ja auch nichts gegen einzuwenden, aber dann muss man es nicht so formulieren vielleicht, dachte ich mir. Ne? Sehr seltsam. Egal. Wir werden diese Strategie weiterfahren, dass wir möglichst Sachen verwenden, die wir haben oder die wir uns selber herstellen können. Hier haben wir wieder das beste Beispiel. Jetzt fangen wir hier an. Dann haben wir hier eine Dingens hier, dann habe ich hier Rot, da kann ich hier schon mal ein bisschen drauf rummalen. Guck mal, da haben wir bald wieder ein Papier fertig. Und so ein Vorbeilaufen eben, ne? Oder wenn ich gestempelt habe mit die Stress Ink, kann ich dann immer sofort, seht ihr? So, dule, so, dule. Das ist übrigens eine sehr, sehr dankbare Schablone. Warte mal, ich hatte doch hier gerade Papierchen, nicht wegschmeißen vorher vorzeitig. Ja, seht ihr, kann man alles wieder verwenden. Und ehe wir uns umgucken, haben wir aus diesem Papier schon fast wieder was Neues gemacht. Wenn wir da jetzt noch ein bisschen drauf rumstempeln, je nachdem, was uns so zwischen die Finger kommt. Warte mal, hier ist es dreckig auf der Rückseite. Das ist nicht schön. Guck mal, da ist Dreck drauf. Den nehmen wir mal runter. Ich schätze, das war so Gold. Irgendwie sowas. Ja, hier auch. Ja, aber auf jeden Fall ist es egal. Mich hat es nur wirklich, ich hätte da nicht mit gerechnet, weil ich habe gedacht, das Interesse der Menschen besteht doch mehr darin, jetzt auch mal Recycle-Sachen zu machen und so. Aber nee, nein. Ja, da sieht man, also ich bin wirklich jenseits von Gut und Böse. Ich habe keine Außenkontakte. Ich weiß nicht, was die Leute wollen. Ich weiß nur, was ich will. Ich möchte weiter so machen. Und ich soll jeder tun, was er will. Aber mich hat es ein bisschen erstaunt, gerade in der heutigen Zeit, dass es tatsächlich der Trend nach wie vor zum Raffen geht. Also ich gönne es jedem, ja. Ich gönne es jedem, wenn er das Geld hat, alles zu kaufen, was der Bastelmarkt hergibt. Das soll es überhaupt nicht heißen. Ich bin da auch überhaupt nicht neidisch. Aber ich denke, ja, egal. Ich möchte, dass jeder so bastelt, wie er will natürlich und dass er Spaß dran hat, mehr nicht. Aber es hat mich so ein bisschen, ihr seht, mich beschäftigte das jetzt, weil ich gedacht, das ist ja doch komisch, ne? Ja, aber ist alles gut. Ist alles gut. Jeder, wie er will. Jeder, wie er kann und mag. So, der Tisch ist jetzt fast leer. Ich räume weiter auf, damit ich gleich meine paar Häuser noch mal kurz zeigen kann. Und meinen anderen Film, den muss ich dann gleich fertig machen. Ich habe noch was zu tun, dass der heute Nacht hoffentlich um 0 Uhr online ist. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, passt auf euch auf, genießt doch mal den schönen Spätherbst und lasst es euch gut gehen. Bis bald, tschüss. Schön, dass ihr wieder dabei wart bis zum Ende. Ich danke euch dafür. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und ihr habt vielleicht einige Ideen mitnehmen können oder Anregungen. Naja, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, alles Gute, auf Wiedersehen.